Mahlzeit Rasul. Na? Was baust du hier an? Sumpfkraut, Mann. Reines, feines Sumpfkraut. Hier, nimm mal eine Kostprobe. Ich verkaufe auch Pakete. Das Zeug ist begehrt. Also verpasse nicht die Chance, dir ein paar mitzunehmen. Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, der wird ein Vermögen dafür zahlen. Die Chance kann ich gar nicht verpassen. Ich kann jederzeit kommen und sie mir holen. Ich dachte, Sumpfkraut wächst im Sumpf. Ja, das denken alle. Aber sieh dich doch mal um. Es wächst schneller, als ich es rauchen kann. Die Bedingungen sind ideal. Jede Menge Sonne, frische Brisen. Das macht den Blütenstaub unglaublich fein. Ich schaffe alle paar Wochen eine Ernte. Wenn sich nicht gerade die Blutfliegen oder Nomaden darüber hermachen. Der Typ ist so witzig mit seinem Bart. Blutfliegen stehen auf Sumpfkraut? Tja, die Mistviecher wissen anscheinend, was gut ist. Sie haben mir schon ein paar Ernten versaut. So, ey. Du verstehst was von Pflanzen. Jetzt kommt's. Und nicht nur das. Ich verstehe auch was von Tränken. Jetzt hör zu. Ich war vorher in Ben Erai. Eusebio hat mir eine Menge beigebracht. Na, kam der Satz genauso, wie ich es euch versprochen habe? Ja, kam er. Was weißt du über die Nomaden? Diese Penner, sie haben die Sklaven befreit und meine Ernte gestohlen. Ich meine, das kann ich ja noch verstehen, aber... Ein paar von ihnen sind mitten durch meine Pflanzen getrampelt. Penner! Penner! Alter, diese ganze Stadt ist ein einziges Comedy-Programm. Warum haben sie dich nicht befreit? Mich befreien? Und wer kümmert sich um die Pflanzen, wenn ich weg bin? Nein, ich gehe nicht weg. Hier gibt's genug für mich zu tun. Rasul fühlt sich wohl. Die Blutfliegen sind erledigt. Da oben liegt noch eine. Dann ist meine nächste Ernte gesichert. Hier, nimm ein Paket Sumpfkraut, Vater der Entspannung. Oh, danke schön, ganzes Paket sogar. Bring mir was. Pfeile für Giftpfeile und so weiter. An für sich ganz cool. Wie lange brauche ich noch bis zum nächsten Level Up? Nicht mehr lang. Nicht mehr lang. Ich will nämlich endlich... Na gut, schon noch 10.000 erfangen. Ich will nämlich endlich mal... Ja, Feuermagier, wisst ihr ja. Wie viel Gold hat er? 5.000? Kann ich vielleicht noch einen Klingenstab loswerden? Ja, ich kann. Eine Hellebarde hinterher. Bum, 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 bisschen Wasser lass ich mir raus. Beste Ware aus. Lago. Ne, aber einen Hammer, den brauche ich. Flasche, aber mit der kann ich, glaube ich, nichts anfangen. Okay, ich habe die 50.000 Gold geknackt. Hier wächst auch noch ein bisschen. Das Zeug wächst schneller, als ich es rauchen kann. Aber es scheint, den gar nicht zu jucken, dass ich hier seine Ernte mitgehen lasse, weil er sowieso immer gleich neue Ernte kommt. Jedoch, es sind auch einige ernstzunehmende Krieger in diesem Dorf. Krieger wie Mamuk. Was? Was ist los? Wonach sieht's denn aus? Was machst du hier? So wenig wie möglich. Warum sollte ich auch irgendwas machen? Mann, hier wächst überall Sumpfkraut. Es ist traumhaft. Mann. Okay, ja. Er sitzt hier einfach im Schatten. So ein krasser und steckt sich ein Shisha in die Stirn. Schaut mal, hier wächst das Sumpfkraut. Hier haben es schon hingehängt zum Trocknen. Hier ist noch ein rundes Fell von irgendeinem Bisamratte oder irgendwas in der Art. Was bewachst du hier? Musst du nicht wissen. Aha. Ich? Nein. Aber... Auf keinen Fall. Wir wissen natürlich, wer hier drin ist. Und ich bin sehr gespannt, wie er aussieht, ob sie den auch wieder... Ah, man kann den Kopf nicht erkennen. Ich will wissen, wie er aussieht. Ich will wissen, wie V. mit den Mods aussieht. In normalen Gothic 3 war er eine herbe Enttäuschung. Der hatte nichts mit dem V. aus Gothic 2 gemeinsam. Alter, das kann kein Mensch mit ansehen, wie hier ungelootet eine Blutfliege rumliegt. So, verwirrt, ja. So wirkt sie auf mich. Diese verwirrte Blutfliege hat ihr Leben verwirkt, indem sie sich am Sumpfkraut von dem Typen vergriffen hat. So, ab da hoch. Hab ich gerade einen kleinen Spatz gehört im Busch. Oh, Alter. Ah, Mann. Ich will da rauf. Gleich hab ich's. Junge. Hör auf mich hinzuhalten. Oh.
Erleichterung, weil hier oben liegt auch noch irgendwo eine Blutfliege. Da ist noch eine Hitler-Miste. Denn die Folge haben wahrscheinlich nicht alle gesehen, um den Joke zu verstehen. So, ab da hoch. Zack, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir reden mal mit dem Boss. Da hinten schleift noch ein Ork seine Klinge. Grubuz. Oh, Alter. Was machst du hier? Der große Tempel in Bensala wurde geplündert. Die Artefakte wurden geklaut. Dolok gab mir den Befehl, die Artefakte zu suchen. Was denn? Glaubst du, hier in Lago gibt es Artefakte? Nein, Morra. Aber hier gibt es einen Mann, der etwas darüber wissen kann. Wer soll das sein? Ich. Fabio hat einen Morra eingesperrt. Wenn er etwas weiß, wird er es sagen. Wer ist eingesperrt? Weißt du, wer der Gefangene ist? Ein Morra. Oh, danke. Kennst du seinen Namen? So viele Morras, so viele Namen. Ich merk mir das nicht. Okay, ich verstehe. Hast du schon mit dem Gefangenen gesprochen? Ja, aber er hat nichts gesagt. Der alte Mann ist zäh. Verstehe. Also alter Wassermagier, wer kann das nur sein? Du verstehst etwas vom Kampf, was? So viel, dass es sogar reicht, um dir was beizubringen, Morra. Ach, krass. Ja gut, Schwertmeister halt noch, ja? Könnte ich lernen. Komm, ich lern's kurz. Dazu bist du. Okay, geht nicht. Nicht genügend Stärke. Mal schauen, was in Grubuz Zelt so Sache ist. Eine Truhe steht hier rum. Eine Metal-Truhe. Mach hier keinen Ärger, klar? Hier ist ein Käfig, aber es gibt keine Tür zu diesem Käfig. Das bringt hier jemanden einzusperren. Aber generell finde ich diese Käfigmodelle ziemlich cool. Okay. Da hinten steht auch noch einer rum. Soll ich mit dem... Ne, jetzt kommt noch mal so ein anderer Clown. Der ist auch mega witzig. Passt auf. Sibonarat. Alter, wie... Guck mal, er ist hier über seinen Tisch gebeugt. Beißt in seinen Apfel. Es ist so merkwürdig, wie er sich verhält. Na? Wie läuft das Geschäft? Sanfte Grüße, mein Freund. Wie kann Sibonarat dir helfen? Dem Wissenden, dem Finder unter den Suchenden. Finder! Alles bestens. Die Sonne ist warm und der Sand ist trocken. Das Leben könnte nicht schöner sein. Willst du was kaufen? Der gute Sibur hat so allerlei anzubieten. Aber was? Hast du was geraucht? Sag doch nicht sowas. Sieh es als bewusstseinserweiternde Meditation. Mach ich. Du glaubst gar nicht, wie alles auf einmal so einfach ist. Die Bedeutung des Kleinen im Großen. Das Große im Kleinen. Hast du? Ja. Willst du was? Es ist wirklich gutes Zeug. Oh, sinnverfremdender Freund. Ich bin überhaupt nicht sinnverfremdend. Ich habe vor deinem Haus eine Bootswerft gesehen. Baust du auch Boote? Nein, nein, das ist mir viel zu anstrengend geworden. Ich ziehe mir lieber noch etwas Kraut rein und baue im Kopf. Letztens war ich so dicht. Ich habe ein wirklich geniales Boot geträumt. Das musste ich direkt aufzeichnen. Stell dir vor, du wirst fürs Denken bezahlt. Also nicht so dafür, dass du es denkst und dann deine Gedanken aufschreibst oder dann irgendwie anders umsetzt. Dafür wirst du de facto bezahlt, wenn du ein Produkt entwickelst zum Beispiel. Aber stell dir vor, du wirst wirklich fürs Denken selber, nur fürs Denken bezahlt, für sonst nichts. Kann ich die Zeichnung haben? Hey Mann, das ist meine Erfindung. Die gebe ich nicht so einfach her. Kann ich dich irgendwie überreden? Also ich hätte da eine Idee. Bring mir 5 Felle von weißen Wölfen. Ich glaube, die gibt's in Nordmar. Du willst mich verarschen. Felle? In der Wüste? Und dann noch aus Nordmar? Klar, Mann. Du hast ja keine Ahnung. Schon mal nackt auf einem Fell gelegen und einen geraucht? Musst du echt mal machen. Das ist... wie fliegen. Fliegen! Ich probiere gerade viele Felle durch. Das von weißen Wölfen fehlt mir noch. Sind wir im Geschäft? Kein Problem, habe ich dabei. Ich bring dir die Felle. Aber wehe, ich bekomme die Zeichnung nicht.
Hey, entspann dich. Hier, rauch erst mal einen. Der alte Sibur hält, was er verspricht. Will ich auch hoffen. Oh, Sohn des Mistlauns. Hier, nimm. Ich hab deine Fälle. Danke, oh glorreicher Held des langen Weges. Bezwinger der reißenden Bestien des Nordens. Die Karte. Versuch nicht, dich einzuschleimen. Klappt's denn? Nein. Mal versuchen. Klar, hier, Alter. Die Zeichnung. Ich habe keine Ahnung, was ich da gezeichnet habe. Wie schon erwähnt, ich war so dicht. Das ist bestimmt ein 1A-Boot, Alter. Schiffszeichnung erhalten. Wo ist sie? Wo ist die Schiffszeit? Klar, hier steht überall nichts drauf, aber wenigstens so enttäuschend. Ach ja, hier das wieder. Wo ich da ewig umgeschalten habe, nicht klar kam. Hier, Inselkarte von Irderat. Nee. Ach gut, dann halt nicht. Sibur. Weißt du, wer der Gefangene ist? Ein Gefangener? Wir haben einen Gefangenen. Vergiss es. Vergiss es. Was ist so los in Lago? Seit Rasul hier ist, wächst das Kraut überall. Ansonsten sprich mit Fabio, aber sei vorsichtig mit ihm. Er ist wirklich unentspannt. Im Gegensatz zum Rest hier. Herr, also, willst du was kaufen? Aber er hat nicht mal Waren im Angebot. Alter, dafür hat er einen wunderschönen Sternenteppich. Seht ihr das? Orientalische Ware, verziert. In liebevoller Arbeit. Es gibt wirklich wunderschöne, gerade so orientalischen, alten Kulturstätten. Alter, was ist da für Verzierungen und Mosaik und all den ganzen Shit. Traumhaft. So, hier oben noch Kraut. Fabio! Na? Was willst du hier? Hast du dich verlaufen? Nur Sklaven oder plündernde Nomaden kommen hierher. Und wie ein Sklave siehst du nicht gerade aus. Ich finde, ich sehe aus wie so ein Barbar. Sancho schickt mich. Ach ja? Und was will der fette Sack? Er will wissen, wo sein Gold bleibt. Hast du schon mal einen Blick in den Stollen geworfen? Was ist passiert? Die Nomaden haben alle Sklaven mitgenommen. Und ohne Sklaven gibt's auch kein Gold. Ich werde es ihm ausrichten. Ja, mach das. Er kann ja selber zur Spitzhacke greifen, wenn er sein Gold will. Da würde sich freuen. Du hast einen Gefangenen. Genau. Ich habe einen Gefangenen. Und solange ich den Schlüssel habe, wird niemand mit ihm sprechen. Wer ist der Gefangene? Er ist ein großes Risiko. Niemand außer mir. Und nein, ich werde dir nicht sagen, wer mein Gefangener ist. Komm schon. Das wissen eh schon zu viele. Nun frag mich nicht weiter nach Dingen, die dich nichts angehen. Ach komm. Und du? Was machst du in diesem Nest? Ich? Ich bin hier der Boss. Gut. Meine Jungs sind nicht gerade die Elite des Landes. Ich habe ein paar Wachen, einen Ork und einen ständig dichten Gladiator. Aber hier wächst verdammt nochmal das beste Sumpfkraut in der gesamten Wüste. Und ich habe einen Gärtner. Hat Zuben einen Gärtner? Oder König Robar? Ich glaube schon, ja. Alles ich glaube Zuben schon, doch. Habt ihr hier so etwas wie eine Arena? Klar. Wir haben extra eine Grube ausgehoben. Wenn du kämpfen willst, sprichst du mit mir. Ja, will ich. Wie ist die Lage? Wir wurden überfallen. Was glaubst du, wie die Lage ist? Jetzt wieder ruhig? Ja, aber die Ruhe ist trügerisch. Die Nomaden wurden von Shakyor angeführt. Und ich wette, er ist noch irgendwo in der Nähe. Irgendwo. Was weißt du über diesen Shakyor? Die Sklaven nennen ihn den Löwen. Manche behaupten, er sei kein Mensch. Sondern ein Tiermensch. Ein Druide. Und was glaubst du? Ich habe ihn kämpfen sehen. Und ich sage, er ist ein Räuber. Ja, er hat einen Löwen an seiner Seite. Aber das macht ihn nicht unbesiegbar. Halb Löwe, halb Mensch. Was soll mit Shakyor geschehen? Solange er sich in der Gegend rumtreibt, werden wir keine ruhige Nacht mehr haben. Er soll verschwinden. Möglichst für immer. Ich mag die Druiden, aber... Jetzt haben wir ein Problem, Fabio. Ich will in der Arena kämpfen. Gut. Du kannst gegen Grubutz kämpfen. Oder gegen Mamuk. Dann will ich... Nein.
Warte, so läuft das nicht. Du wirst erst gegen Mamuk kämpfen. Danach kannst du gegen Grubutz antreten. Ja. Lass mich gegen Mamuk kämpfen. Von mir aus gerne. Aber ich frage mich, ob Mamuk das überhaupt noch schafft. Seit Rasul das Kraut anbaut, ist er ständig dicht. Naja, reimt sich. Ein paar Schläge werden ihm nicht schaden. Sieh mal zu, dass du ihn in die Arena kriegst. Klare Meinung auf jeden Fall. Na gut, wir wollen gleich mal machen, aber jetzt will ich erstmal schauen, wo ich hier einen Teleportstein zu dem Kaffee krieg. Herkrieg. Weil sonst vergesse ich das. Und dann muss ich hierhin zurücklaufen, wenn ich nochmal hier. Ich liebe diese Brunnen. Nur schade, dass nichts aus dem Hahn rauskommt. Aus dem Hahne. Hahnewasser. So. Bei Sibonarat lag da nicht der Teleportstein. Ne, bilde ich mir wahrscheinlich wieder ein, wie so vielen anderen Shit auch. Bananen hatte hier liegen, sehr schön. Sind noch fast unreif sogar. Die wurden früh geerntet, beziehungsweise das heißt früh. Bananen werden immer so geerntet, weil sie ja so schnell reifen. Sie werden noch viel grüner geerntet sogar. Viel grüner. Alter, wo ist der Teleportstein hier hin? Ich weiß es nicht mehr. Egal, erstmal. Oder hier an der Arena irgendwo. Kann das sein? Lag der hier nicht irgendwo an der Arena rum? Wahrscheinlich nicht. Oder da vorne auf dem Steg, aber dann hätte ich den doch vorhin schon abgesandt. Als ich die Blutfliege. Hier auf dem Stein irgendwo. Nee. Wo dann? Wo ist dieser Stein? Der Hinhotz, Verrisser. Okay, wie auch immer, das vertagen wir mal mit dem Teleportstein. Dann will ich erstmal den Typen hier herausfordern. Wir beide kämpfen jetzt eine Runde in der Arena. Was? Arena? Sag mal, wollen wir nicht lieber einen rauchen? Hm? Du hast schon genug geraucht. Hey, bleib ruhig, Vater der Hektik. Komm, wenn du gewinnst, kriegst du auch einen Stängel. Weißt du was? Wenn ich rauchen will, dann pflücke ich mir einfach was. Na, Scheiße, Alter. Wenn du nicht in die Arena willst, prügeln wir uns halt hier. Ist ja schon gut. Ich komme ja mit. Immer dieser Stress. Mit der Einstellung steht der Sieger eigentlich jetzt schon vorher fest, Alter. Es wird gleich der sinnloseste Kampf in der Geschichte von Myrtana. Komm halt Diego an, wie er seitlich entlang joggt. Diego hält sich eher raus und beobachtet momentan noch das Geschehen. Zeig mir, was du kannst. Ja, ja. Das hat gesessen. Wir haben einen neuen Champion, beziehungsweise. Komm, hier kriegst du für jeden Scheiß kriegst du 10 Ruf, 15 Ruf, dafür, dass ich dem einen 15 Voice-Pferde gebracht habe. Wobei das natürlich auch der aufwendigste Auftrag ist. Du musst erstmal das andere Ende der Welt. Hier. Ah, da liegt der Teleportstein in der Miste. Meine Knochen, Mann. Mir brummt der Schädel. Bist du jetzt zufrieden? War doch ein guter Kampf. Ja. Zumindest für einen von uns. Ich hau mich erstmal hin. Weißt du, wer der Gefangene ist? Wer? Ich? Nein. Ich weiß nichts. Ahahahaha. Spuck den Namen des Gefangenen aus. Sonst gibt's was aufs Maul. Du kannst mich verprügeln, aber du kannst mich nicht zwingen. Sicher? Hey, ich bin Arena-Kämpfer. Ich bin so oft verprügelt worden. Entschuldigung, dass ich das so offen sage, aber du kannst dir deine tolle Drohung in deinen tollen Arsch stecken. Was verlangst du für den Namen? Weißt du, es gibt nichts, dass du... Warte mal, Fabio wollte doch irgendwas von mir. Was war das noch? Weniger rauchen? Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ich sollte mich um die Lörker an der Küste kümmern. Oh, also, ja, Mann, bring mir geil. Lörker heute und ja. Jeweils 10 Stück. Die kann ich dann Fabio zeigen und du kriegst den Namen. Alles klar? Ich liebe die Quest, okay? Wo finde ich die Lörker? An der Küste. Ach, noch eins. Bring mir die Trophäen alle auf einmal. Sonst vergesse ich bestimmt, wie viel du mir schon gegeben. Kannst du einfach zählen, was du schon hast? Hä? Als ob ich nicht genügend Lörker heute und so weiter hatte.
Okay, ist sogar ganz gut, dass ich das scheinbar nicht habe. Ich habe nur 5. Das bedeutet nämlich, dass jetzt gleich die Mega-Lurker-Schlacht ansteht. Freue ich mich sehr drauf mit Flammenwelle. Wie schaut's aus mit den Erfahrungspunkten? Würdest du... Hä? Achso, ich muss erst mal sagen, dass ich den Kampf gewonnen habe. Alles klar, wenn ich die Lurker platt gemacht habe, werde ich erfahren, wer der Gefangene ist. So, du hast also Mamuk aufs Maul gehauen. Warte mal, hast du eigentlich für den Kampf bezahlt? Naja, nein. Ach, verdammt. Ich vergesse das immer wieder. Ach. Kein Wunder, dass sie mich in dieses Kaff gesteckt haben. Das passiert mir nicht nochmal. Ich mag den türkisen Stein in seinem Gürtel. Ich will gegen Grubutz kämpfen. Hey, dieser Ork ist unser Gast. Ich habe eine Menge bezahlt, damit er hier bleibt. Also, falls du ihn tatsächlich besiegst, wird mich das noch mehr kosten. Und das bezahlst du. Heißt das etwa, ich kann ja nichts gewinnen? Nein, natürlich kannst du was gewinnen. Du bekommst ein ganzes Paket voller gutem Sumpfkraut. Okay, los geht's. Gut, und denk daran, ich brauche den Kerl noch. Ja, Alter, es ist ein Arena-Kampf, kein Kampf auf Leben und Tod. Komm, Grubutz. Grubutz klingt wie eine Grütze. Lass uns in der Arena kämpfen. Eine Grützenmarke. Ich habe dafür bezahlt. Du bezahlst, damit ich dich verhau. Ja, los. Bin ungeduldig. Schwing. Diego rennt da lang, Grubutz rennt da lang. Wer wird zuerst da sein? Ist ein Race? Okay, der Ork hat gewonnen. Niemand besiegt mich, Mora. Meinst du? Der Typ da oben ist einfach so geil. Ich glaube, das ist der witzigste NPC überhaupt in Gothic 3. Auch geil ist diese eine Wache da in Brago. Raus hier! Das ist natürlich derselbe Synchronsprecher. So, erhebe dich mal. Schau mal, diese... Jetzt in der Wüste ist gut, dass ich das Eisschwert trage. Dadurch habe ich immer so einen eisigen... So eine eisige Aura um mich herum, die mich schön genüsslich abkühlt. Der Magie sei Dank. Morgen! Oh, Mora. Du bist ein guter Kämpfer. Wie sagen die Assassinen? Du bist ein Sohn des Kampfes, Mora. Dankeschön, ja. Okay, alles klar. Ist auch schön gewonnen. Dann kann ich jetzt noch ein Paket absahnen. Und dann als nächstes kümmern wir uns um die Lurker. Da habe ich am meisten Bock drauf. Ich habe gegen Grubutz gewonnen. Ah ja, richtig. Da, nimm das Sumpfkrautpaket. Es ist wertvoller, als du vielleicht denkst. Alter, das klingt nach einem Hinweis. Kann ich nicht mal aufmachen. Skizzen von berühmten Schiffen, ach, das ist das. Ja, das kann ich natürlich nach Sylden bringen, zu dem einen Typ, der schon die ganze Zeit sehnsüchtig auf eine Schiffsskizze wartet. Hier liegt Brennholz, kann ich aber nicht nehmen. Okay, ab geht's. Lurkerplätten. Ich weiß. Mana-Tränke. Nehmen wir jetzt die hier. Das passt schon. Ich komme schon irgendwie klar. Hier gibt's auch noch ein bisschen. Ah, ne, das ist gar kein Lurker. Das ist ein Stein. Stone. Der Schmied aus Gothic 1 ist das, der liegt. Glaubt er nicht? Könnt ihr mir ruhig glauben, Mann, ich verarsche euch. Zack. Aha, okay, da hinten ist schon die Vorhut. Also hier geht es jetzt wirklich darum, so viele wie nur möglich auf einen Haufen zu locken, weil das ist halt eine der epischsten Auseinandersetzungen, die es in Gothic 3 gibt, weil es gibt nirgendwo anders mehr in der Gothic-Reihe so viele Lurker auf einem Punkt. Hier im Gebüsch sind ja schon einige, ja. Aber... Wartet mal ab. Es wird gleich noch viel mehr eskalieren. Die nehme ich auf dem Rückweg mit. Ach komm, ich nehme sie jetzt mit. Wer weiß, ob ich zurücklaufe. Ich dachte so, dass ich die dann zu den anderen lock und dann alle gemeinsam, aber klappt nicht, weil die anderen so weit weg sind. Scheiße, Feuerball. Ich will doch die Flammenwelle. Das war einfach. Ha,
schnell noch wegwerfen. Kein Problem. Oh, Alter. Der ist geflogen. Sonst noch irgendjemand hier, der Bekanntschaft machen möchte mit meiner Welle? Ja, einer da, aber ansonsten ist nicht so viele, wie es gerade waren. Oder ich bin schon wieder zu weit weg von denen. Wo seid ihr? Na gut. So, Alter, ich sehe jetzt erst das an diesen Busch. Boah, Alter, ja, okay. Ich zeig's euch gleich, was ich jetzt erst sehe. Ich sehe jetzt erst, dass an diesem Busch Früchte hängen. Seht ihr das? Teils noch grün, teils schon blau da unten. Pflaumen. Sehe ich jetzt erst. Nach all den Jahren Gothic 3. Hier diese kleinen Zapfen da, die habe ich schon früher bemerkt, aber... Alter, ganz ehrlich. Die, an denen ich vorbeirenne, die loote ich, aber die restlichen... Können wir mal gestohlen bleiben. Okay, jetzt... wo war denn die Stelle mit den ganzen Lörkern? Es kommt gleich in so ein Tal. Wartet ab, ich kenne mich ja aus, vertraut mir. Folgt mir einfach, macht einfach alles, was ich mache. Ich habe Erfahrung in diesem Gebiet. Okay, da sind... Ja, ich glaube, dieses Tal beginnt jetzt gleich dort, so dass ich die da quasi, die da sind, schön zu einem anderen locken kann. Müsste zumindest, schauen wir mal... Ne, ist immer noch zu weit weg. Schade. Das sind mir aber noch nicht viele genug auf einem Punkt hier. Wie viele will ich auf einem Punkt haben? Alle. Teewurst? Die mit der Mühle. Wie viele? Richtig. So, jetzt aber komm schon, Mann. Einer? Ach nee. Wie langweilig. Oh, das ist schon weniger langweilig. Jetzt nimmt das Ganze hier langsam Ausmaße an, die ich mir hier erträumt hatte, Alte. 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 Alter. Da steht immer noch einer rum. Ich glaub's nicht. Sehr, sehr gut. Zack, zack, zack. Alles abstauben, was nur geht. Kann mir keiner was erzählen. Und jetzt hier erst so friedliche Waldmusik, Wald- und Wiesenmusik und auf einmal episches Rumgestöhne wieder. So, da unten sind direkt die nächsten. Ach, das ist alles nur die Vorhut. Das ist langweilig. Das ödet mich an. Ich will nicht jetzt hier weiter blöd löckern. Gebüsch verbrennst da. Öde, Alter. Ich will jetzt richtig direkt die große Meute. Die sind nämlich hier. So, ich glaube, wartet mal ab. Ihr denkt, ihr habt in eurem Leben schon ein paar Lurker gesehen. Ihr habt gar nichts gesehen. Eure bisherigen Lurker-Erkenntnisse sind erbärmlich verglichen mit dem, was jetzt gleich folgt. Lasst euch überraschen. Oh, Alter, das ist auch eine wunderschöne Stelle hier, weil hier das verdörrte Gras ins Grüne übergeht. Sandlurker sind dort vorne, dort hinten sind normale Lurker. Hä, wo sind denn alle, Alter? Jetzt habe ich hier vielleicht den Mund zu voll genommen. Ich greife mal einen an und dann kommen vielleicht noch mehr. Vor allem auch ein bisschen, ja, ist ja noch gar nichts hier, Alter. Es ist noch überhaupt nichts.
Das ist noch eine absolute Lachnummer. Verglichen damit, wie ich das in der... Wehe, die Patches haben die Anzahl der Lurker reduziert, Mann. Da bin ich schwer enttäuscht. Das sind nicht viele. Das sind jetzt immer noch nicht viele. Schau mal, verschiedene Lurker mit verschiedenem Aussehen. Okay, jetzt heißt es, da oben eine Position einnehmen, die mir genehm ist. Auf diesem Felsen hier zum Beispiel. Oh, komm schon, ne. Nur zum Beispiel. Oh, nee, nervig. Nervig und schwer enttäuschend, dass es nicht so klappt, wie ich es mir erhofft hatte. Ich habe mich so auf diese Stelle gefreut, aber ist nicht so geil, wie erhofft. Aber da hinten sind noch ein paar Sandlurker. So, jetzt wird trotzdem Bock machen. Und sehr schön, da habe ich auch mein Level up. Das heißt, bevor ich mich der restlichen Lurker annehme, könnte ich... Mein Schatten ist auch geil. Könnte ich noch den Feuermagier-Perk lernen, aber dann müsste ich extra nochmal hier hinkommen. Das sind ein paar, die ineinander stecken hier noch. Die sehen aus wie einer, aber sie sind viele. So, das war's mit denen. Aber... Das war's noch nicht mit den Lurkern an diesem Ort. Vertraut mir. So, da, genau, das sind etliche Sandlurker jetzt noch. Das sind aber längst noch nicht alle, Alter. In meiner Erinnerung waren hier so 40 Stück oder so. Also es war also richtig unnormal. So viele wie Orks um dich rumrennen, wenn du eine Stadt einnimmst. Okay, Alter, meine Erinnerung hat wohl ein bisschen übertrieben. Oder die lauern noch irgendwo ein bisschen. Ob das so ist, das seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt gerne einen Daumen hoch. Ciao.